Ich bin Amoklauf-Experte. Schön. Welcher ist dein Lieblings-Amoklauf? Ich habe ein neues Morgenritual. Ja. Ich habe morgens immer Saft getrunken, irgendwie Ursaft oder so roten Saft mal so, einfach um den Tag zu starten. Ja. Was mir zu boring war und um der Herbstdepression entgegenzutreten, habe ich einfach jetzt den Saft durch den Cocktail ersetzt. Ich jeden Morgen einen Cocktail trinken, also alkoholfrei natürlich. Aber ich dachte jetzt schon, der kommt hier besoffen her. Nee, ich trinke jetzt immer quasi ich mache so ein bisschen vegane Barista-Milch dran, die ich aufschäume. Mhm. Da mache ich da Erdbeersaft rein, Orangensaft und ein bisschen Minzsirup. Oh. Und B12 und so ein Zeug. Und da stehst du senkrecht direkt. Da habe ich jetzt morgens einen richtig geilen Cocktail. Es schmeckt auch so nach Urlaub und nach am Strand liegen. Da noch ein Strohhalm drin, aus Glas natürlich. Und dann halt so in den Tag starten mit irgendeinem coolen Video auf YouTube und frühstücken. Das ist richtig nice. Hm. Also mein Tipp, liebe Leute, wenn ihr jetzt schon gerade zuhört, mischt euch einfach geile Säfte zusammen. Die hören noch nicht Sahne zu. Die skippen irgendwo mitten rein. Wahrscheinlich, ja. Gut. Die Assis. Also das ist natürlich ein guter Tipp, aber ich trinke morgens immer mein Muschi-Bier. Oh, da sind wir direkt in den Themen, aber Moment, wir müssen ja erstmal langsam machen. Muschi-Bier? Muschi-Bier. Ich dachte mir fast, dass du es nicht hast. Das würde ich gerne. Also ich habe kein Muschi-Bier, sagen wir es mal so. Ja, du hast so deinen scheiß Cocktail, der nach Urlaub schmeckt. Ja. Ja, aber schön, liebe Zuhörerschaft, dass ihr da seid. Oder halt zumindest eure Ohren. Wir sind nämlich Rummelplatz-Schlägerei und Tummelplatz-Meckerei. Ja, toll. Also, weißt du, denk dir was Eigenes aus irgendwie. Tontauben schießen oder so. Rummelplatzschlägerei und Tontauben schießen. Das sind wir von Brennpunkt Internet. Wir ordnen die letzte Woche für euch ein. Es ist ja so viel passiert und ihr mit eurem geringen Intellekt könnt das nicht alles fassen und könnt nicht beurteilen, war das jetzt gut, war das schlecht, hat mich das entertained? Das machen wir für euch. Ist das nicht nett von uns? Und ich habe mich halt auch nur angeboten damals, weil ich ja auch studiert habe. Also ich habe ja auch einen Bachelorabschluss nach 12 Silvestern. Und deswegen kann ich euch die Sachen intellektuell einordnen, ähnlich wie es andere Podcasts auch können. Wir machen dann so die hochwertigen Einordnungen, wie Menschen töten ist nicht so gut. Genau. Kommen wir wahrscheinlich diese Woche auch wieder dazu. Es gibt so die niedrigschwelligen Podcasts wie Lanz und Precht. Da gibt es aber auch noch den Intellektuellen, die wirklich geschult sind und Ahnung haben. Das sind halt wir zwei. Ja. In was hast du Ahnung? Ich habe Ahnung in diesen Dingen hier. Amoklauf, okay. Ich bin Amoklauf-Experte. Schön. Welcher ist dein Lieblings-Amoklauf? Uiuiui. Ja, es fängt gut an. Da kommt, glaube ich, noch der Amoklauf, der mein Liebling wird. Machst du den selber oder was? Nee. Nee, ich bin ja. Ganz dünnes Eis hier gerade schon. Nee, also ich bin sowas echt nicht. Also ich dachte irgendwie, ich bin dafür zu nett. Also ich bin zwar. Ich bin zwar so ein Typ, ich habe so manchmal so meine Fantasien gegen irgendwelche, aber politische Fantasien, weißt du, so ein bisschen, dass ich nicht. Ich mache so ein feuriges Kabarett gegen diesen Höcke. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe eher so Kabarett-Fantasien und mit Worten. Eigentlich machen wir doch mit dem Brennpunkt einen geistigen Amoklauf. Ja, doch, jede Woche Amoklauf, das trifft immer die Richtigen. Genau, nämlich euch, die uns zuhören. Ja. Also das ist halt auch, also ich muss den Witz in dieser Form einfach mal erklären und den Schelm töten, weil wenn wir gerade auf Kosten von irgendwelchen totgeschossenen Leuten jetzt hier uns schon wieder köstlich amüsieren, aber ihr wisst ja, wie es ist, Leute. Man muss ja mit Humor gegen diese furchtbaren Themen angehen. Also die Welt ist eine bunte und gleichzeitig eine graue. Und wir lassen uns davon die gute Laune nicht nehmen. Das ist auch schwer zu sagen. Also ich war schon ein bisschen deprimiert. Und es gab in Maine einen Amoklauf. In den USA, welche Überraschung. Ein Land, wo es ja eher selten Amokläufe gibt. Da ist jedenfalls ein Mann mit einer fetten Maschinenpistole rumgelaufen, hat irgendwie. Also ich glaube, es waren 18 Tote im Endeffekt und ganz viele Verletzte. Ich glaube 22 sogar mittlerweile, der Todescount geht stimmt, nach hoch. Ach stimmt, es sind 22, stimmt, genau. Und also mindestens 50 bis 60 Verletzte. Das ist auf jeden Fall einer von diesen Highscores, würde ich sagen.
Und ich finde, ich muss noch mal ganz kurz sagen, wenn der Postillon oder die Onion oder so jedes Mal bei einem Amoklauf posten kann, we tried nothing and we're all out of options oder so, ja, also dann dürfen wir hier auch die ein oder andere Flachsrakete zünden. Ich habe auch so ein Bild gesehen, wo so ein Teenager unter einem Schreibtisch, unter einem Schultisch hockt und alle heulen. Er sagt so, ja, wenigstens keine Drag Queen, wa? Ja, doch, siehst du? Das fand ich ganz gut. Das ist gut. Also es war halt ein weißer Mann, soweit ich weiß. Der hat halt einfach mit einer Maschinenpistole willkürlich in einem Bowlingzentrum rumgeschossen. Mit einem Maschinengewehr, mit einem AR-15. Genau, das ist schon ein ordentliches Kaliber. Der war nämlich auch trainierter Waffenausbilder, genau. 40 Jahre. Also das ist ausnahmsweise mal einer, der weiß, was er tut, ohne das jetzt irgendwie positiv hervorheben zu wollen. Aber also wenn ihr schon Amoklauf macht, dann will ich auch, dass ihr die Waffe trainiert habt. Das war ein Meisterwerk quasi. Nee, der ist, also zum einen ist der eine absolut feige Wurst, denn da sind teilweise auch wieder Kinder bei gewesen, die bei so einem, der war an drei verschiedenen Orten. Unter anderem eine Bowlingbahn, wo irgendwie Youth Night war, wo halt viele junge Leute waren, und hat da wild um sich geschossen. Allerdings muss man sagen, da sind ja so viele Leute, diese Good Guys mit einer Gun, die haben das natürlich direkt unterbunden. Nicht. Das ist ja immer so dieses Argument, ne? Wenn die Bowlingkugeln ausgerüstet wären mit Waffen, dann hätten die wahrscheinlich was gemacht. Aber ist halt in der Realität kaum so. Außer einmal dachte ich, gab es doch einen Schulamoklauf, wo dann die Cops nichts gemacht haben. Ja, wo dann so Eltern irgendwie, glaube ich, reingelaufen sind, ne? Oder so ein Vater hat irgendwie dann. Nee, das war irgendwie irgendeiner, der nicht mehr im Dienst war, so ein Ex-Marine oder irgendwie sowas, der ist dann da rein. Das war, genau, aber letztendlich war es jemand, der nicht im Dienst war, so ein Zivilist quasi, und der ist dann da reingestürmt, während die Cops nichts gemacht haben. Das ist dann halt auch schon über eine Stunde her. Also eigentlich ist ja das Narrativ von Only good guy with a gun can stop a bad guy und so weiter, dass sobald es losgeht, alle natürlich mit ihrem Open Carry, diese fetten Revolver, die sie dann am Hüftgurt haben, alle sofort die Waffe zücken und das Ding hat sich erledigt. War hier komischerweise schon wieder nicht so, dass 92 Leute gestorben sind. Ja. Ganz eigenartig. Und was du jetzt bei der Drag Queen gesagt hast, das ist natürlich gleich wieder so ein Ding, wo man sagen kann, musst du das jetzt hier so politisieren, jetzt musst du doch erstmal an die Familie denken. Das machen die ja selber in den USA, die Republikaner und die Waffenfreunde, die sagen ja selbstständig, wir müssen uns um die echten Gefahren kümmern, nämlich Drag Queens. Denn es gibt echt Menschen, die behaupten, dass Drag Queens in größerer Gefahr sind als Waffen. Deswegen haben die sie erst politisiert, weil ja, Drag-Shows waren ja eigentlich einfach ja, nur ja, Unterhaltung. Ja. So. Es geht nicht um allgemein, sondern während dieses Shooting halt ist, direkt dazu zu sagen, ja, guck mal, Drag Queens so. Hier ist aber das, also so wie ich es mitbekommen habe, sonst ist es ja immer Thoughts and Prayers und wir müssen mal gucken und wir können da jetzt nicht, wir müssen jetzt wirklich erstmal die Familien ruhen lassen und können nicht hier direkt reden. Diesmal war es irgendwie so, dass direkt die Leute auf Fox News gegangen sind und gesagt haben, ja, da müssen wir aber jetzt noch mehr Waffen. Wir müssen gucken, dass das noch mehr einfacher zugänglich ist und so. Also ganz, ganz braindead. Und man muss dazu sagen, dass dieser Kerl sich eigentlich selber, wie sagt man, er hat sich self-reported, sagt man. Er hat sich halt gemeldet und hat gesagt, ich höre Stimmen. Mhm. Und der war auch irgendwie 2 Wochen in irgendeiner, ich glaube, geschlossenen. Und er hat seine Waffen nicht weggenommen bekommen. Und er darf weiterhin im Staat Maine einfach in den Walmart reingehen und sich Waffen kaufen. Jetzt nicht mehr, weil er jetzt tot ist? Ja, jetzt nicht mehr. Aber, nee, er ist vor 7 Stunden als tot gemeldet worden. Mhm. Also für euch vor Halsmaul. Und das Ding ist halt, dass Red Flag Laws immer so das große Ding sind. Wenn man sagt, okay, da ist jemand, der war mit psychischen Problemen hier gerade irgendwie in der Psychiatrie oder sonst was, dem verkaufen wir jetzt vielleicht mal keine Waffen. Hm. Das wäre halt so ein bisschen ein Ansatz, gegen den sich, ich glaube, 38 Bundesstaaten sträuben. Da gibt es überhaupt keine Red Flag Laws. Und Es hat Freiheit, ne? Freedom, ja. Ist auch besonders für die Toten jetzt. Ist auch meine Freiheit, irgendwie erschossen zu werden. Wenn ich in eine Bowlingbahn gehe und will da irgendwie spielen, da will ich auch die Freiheit haben, jederzeit erschossen zu werden. Na, das ist ja wie, wenn du zum Beispiel Bungee-Jumpen gehst, dann weißt du ja, es könnte sein, dass das Seil nicht hält zu 0,001%. Dieses Risiko gehst du ja ein. Natürlich. Und wenn du Bowling gehst, das ist einfach mal ein Extremsport, da gibt es halt auch eine höhere Wahrscheinlichkeit sogar, aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass du halt erschossen wirst. Dieses Risiko gehst du ein. Also im Prinzip bist du selber schuld, wenn du Bowling gehst. Eben, und immer diese Lebensbevormundung, weil es leben muss und sicher sein muss.
und die Bevormundung, dass mein Kind auch alt werden muss. Nein, wenn ich will, dass mein Kind sich dem Risiko ausgesetzt fühlt und in die Schule geht, um erschossen zu werden, dann ist es meine Freiheit als Eltern und auch die Freiheit des Kindes. Ja. Das muss ich mal so festhalten. Land of the Glory. Also. Deswegen auch Kinder ausrüsten mit Waffen, damit sie sich auch gegenseitig erschießen können, um dieses Risiko noch mehr zu erhöhen. Denn die Welt ist nun mal gefährlich und es bringt ja nichts, wenn man die Kinder davon fernhält von der Gefahr. Ja, und das ist ja auch wieder dieses Ding, je mehr Kinder sich gegenseitig totschießen, desto weniger Kinder sind da, die jemand anderen totschießen können. Eben. Je mehr Selbstmörder, desto mehr Selbstmörder. Und umgedreht auch. Ja, aber um das jetzt nochmal professionell einzuordnen, also Leute töten finden wir immer noch nicht so gut, oder? Nee, das ist eher so der Flop der Woche, würde ich sagen. Das ist eher so, eher so auf den absteigenden Ast gerade. Ja, da gibt es auf jeden Fall einen Fail der Woche von Herrn Trashpack. Und eine Holzschnecke. Eine Holzschnecke von uns. Der größte Fail an der ganzen Sache war noch, dass der ja relativ lange auf der Flucht noch war, oder zumindest man wusste nicht, wo er ist. Und währenddessen haben halt irgendwie die Leute schon gesagt, der Bürgermeister zum Beispiel, ja, wir müssen jetzt erstmal trauern und so, während der Typ halt noch aktiv durch die Stadt zieht. Das ist halt irgendwie ein bisschen... Er wollte halt noch mehr trauern, weißt du, er wollte halt oft noch mehr erhofft, dass wir noch mehr trauern können. Ja. Das ist doch toll. Und der mutmaßliche Täter wurde auch tot gefunden in einer Recyclinganlage. Ist auch ein Statement, oder? Dass er sich selber als Müll bezeichnet vielleicht auch, dass er recycelt werden muss. Hoffentlich ein Organspender, ich würde es ihm wünschen. Ja. Wäre schön. Also es hätte wahrscheinlich verhindert werden können. Aber America, fuck yeah. Womit denn? Weniger Waffen? Ist doch Quatsch, kannst du nicht machen. Nee, indem man einfach dem Herrn Kollegen, wenn es ihm so schlecht geht und er sich self-reportet, dass er psychische Probleme hat, ein wunderschönes Muschibier einschenkt und... dann geht es ihm bestimmt gleich viel besser. Klär uns auf, was ist ein Muschibier? Ja, also das ist eine Sache, die, ich glaube, über iDubbbz schon mal vor ein paar Jahren groß gemacht wurde. Dass es, ich glaube, in Polen eine Firma gibt, die vaginalen Yeast, also das ist ja also Hefe, also Vaginalsekret, in Bier einpflegt. Ist das jetzt was sehr Männliches, so, was so Alpha-Males quasi trinken? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist, Gott hat uns verlassen auf jeden Fall. Aber Amorant ist ja ganz groß. Ja, die hast du bestimmt auch schon mal gehört. Wir haben einen Podcast mal gehabt, ne? Die war doch als zu Gast Partner bei uns. Echt? Nee, die hat sich auch von ihrem Freund damals getrennt, was dann so ein großes Thema war. Genau. Da hat sie irgendwie ausgenutzt und so. Danach hat sie sich halt freiwillig mit Bikini vor die Kamera gesetzt. Ja, es ging genauso weiter wie davor. Aber diesmal wurde sie nicht gezwungen, das zu tun. Na, immerhin. Also ist ja irgendwie auch komisch, oder? Also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen und ihr da auf den Schlips treten, aber die Vorstellung... Aber welchen Schlips denn jetzt nicht mal einen an? Ja, das stimmt. Die Vorstellung, dass... Also ich werde jetzt immer gezwungen, zur Arbeit zu gehen und sage, ey, ich werde immer gezwungen, zur Arbeit zu gehen. Und dann, es stimmt nicht ganz. Ja, also so, sie ist auch selbstständig arbeiten. Ich werde jetzt immer gezwungen, Fleisch zu essen, ja, von meiner Mitbewohnerin. Weil es da liegt. Das ist, glaube ich, gar nicht kein Fleisch, aber ist egal. Werde ich immer gezwungen und dann hört sie aber auf damit und ich esse aber weiter Fleisch. Das ist doch dann komisch. Quasi. Aber vielleicht ist das auch so ein... Trauma-Ding, weißt du? Sie kann einfach nicht anders. Sie ist halt wie in die Selbstständigkeit zu gehen, weißt du? Erst wirst du versklavt von deinem Chef, dann machst du dich selbstständig, dann bist du halt dein eigener Sklave, musst trotzdem ganz viel arbeiten und ist noch mehr Stress. Vielleicht hat sie sich auch selbst vor Stockholm-Syndrom oder so, weißt du, dass sie jetzt ihr eigener Sklaventreiber in dem Sinne auch ist. Möglich. Ja. Wäre schade. Das ist jetzt das Also das ist das große neue Ding. Ich weiß nicht genau, wie diese Firma heißt. Irgendwas Power of the Yoni oder so ein Shit. Und die wollen jetzt quasi das Vaginalsekret von das sind Sätze, die ich hier sage. Von Amorant extrahieren. Echt? Von ihr? Ja. Ach, und krass. Das wird dann quasi das neue virale Ding und sie ist highly interested. Ja, wenn die Leute krank werden, davon wird es auch ganz schön viral. Wie funktioniert das denn? Du musst ja, also du kannst es ja nicht jedes Mal machen. Die wird ja nicht, die wird da an so eine Farm angesteckt und dann wird das abgetragen, ja, das wird geschürft jeden Tag. Nee, das kann es ja nicht sein. Also, es gibt ja schon Ausfluss. Vagina haben ja auch einen Ausfluss durchaus. Die Frage ist ja, wie viel sie ausfließt und wie sie das irgendwie abzapft. Ja, nee, ich meine, das ist ja utopisch. Du kannst es muss ja irgendwie so sein, dass das einmal abgezapft wird und dann irgendwie reproduziert. Ach, wieder, Vielleicht ist das so hefemäßig, stimmt.
Wie du echt so, ah ja, ja, stimmt, ja. Das ist ey, ich bin Sexualpädagoge, ich bin da so ein bisschen auch ja, interessiert. Aber wo sind wir denn, Alter, dass wir irgendwie... Jetzt in der freien Marktwirtschaft, Robin. Sie darf ihren Vaginalsekret gerne als Bier oder Schnaps verkaufen. Das ist doch okay. Ich weiß gar nicht, ist das krank, gesundheitlich unbedenklich? Ich glaube nicht. Ich denke mal, wenn das echt so Alkohol dann drin ist und es so... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlimm ist. Ja, wie gesagt, es wird halt, muss ja irgendwie künstlich hergestellt werden. Also ich kann mir nur vorstellen, dass die das halt einmal abschürfen und dann quasi selber, in die Einzelteile durchanalysieren und das dann halt immer künstlich reproduzieren. Aber also, was ist denn da drin? Also ich hatte damals einen Nachbarn, der wurde immer Ballermann genannt von allen, ich wusste mal nicht warum. Und ich war, weiß ich nicht, 10 oder 9 maximal und war halt beim Arzt, er war auch im Wartezimmer und er meinte so, bist du wieder krank, Dino? Sag ich, ja, ja. Oh, musst Muschisaft trinken, dann wirst du wieder gesund. Ja. Und ich so, okay. Ja, wo war Amorant, echt, als wir Covid alle hatten, ne? Oh. Ja, Ballermann hatte recht, er ist inzwischen gestorben, leider. Aber er war noch ein sehr fitter, alter, agiler Mann. So, der ist bestimmt so um die 90 geworden. Ich hab den noch so in Erinnerung, wie er auf seinen Krücken überstand, so aus dem Fenster rausgeguckt und gepafft hat. Na, Dino, Muschisaft! Der hat gar nichts anderes gesagt. Doch schon, aber so 2-3 Mal haben wir schon darüber gesprochen. Okay. Well, also, ist das für dich ein Produkt, was von Interesse ist? Oder? Ehrlich gesagt nicht. Als erstes, weil ich Bier nicht mag. Also ich trinke gelegentlich alkoholfreies Bier oder auch mal Malzbier. Sowas ist ganz geil. Aber an sich muss nicht sein. Also wenn, würde ich es von meinem eigenen Partner, Partnerin vielleicht trinken. Das kann ich mir eher vorstellen. Aber von irgendeiner fremden YouTuberin oder Twitch-Streamerin, weiß ich nicht. Naja, Kick mittlerweile, die ist ja jetzt... Was Kick? Verrucht. Na, Kick ist ja dieses... Kleidung clever kaufen bei Kick. Nein. Oder auch nicht kaufen. Ihr Vaginalsekret als geheime Bierzutat. Nee, also ich bin kein Abnehmer, gebe ich jetzt ehrlich zu, aber ich finde es okay, Leute, das trinken. Ich finde nur spannend, was es für eine Zielgruppe hat. Ob das echt so Alpha-Males sind? Vaginal Yeast, Alter, wenn ich das lese. Oder ob die Alpha-Males wiederum sagen, ihr sümpft, wenn ihr Bier trinkt. Ja, aber ich weiß nicht, also, Tino, jetzt gehe ich wieder in ganz gefährliche Gefilde, ja. Frauen am Empfangsbolzen, schnallt euch an. Wenn wir das jetzt mal umdrehen, ja, ich weiß, wir sind das böse Patriarchy und so, aber wenn wir das jetzt mal umdrehen und irgendein Montana Black auf einmal seinen Sperma in Eistee umwandelt. Hat er vielleicht schon gemacht, ist mal ehrlich. Also hier ist ja eher bestimmt wieder der Vibe von, also wir sagen natürlich schon, ist absurd. Sperma-G. Marktlücke, Leute, Marktlücke. Sperma-G, bald vom Brennpunkt. Ja. Erstes Merch. So, die Frauen sagen bestimmt, oh, das ist so empowering und Amorant kann natürlich mit ihrem Yeast machen, was er will, mit ihrem Yeastie. Und wenn das aber Montana Black machen würde, da wäre aber der Aufschrei groß. Ja. Oder Till Lindemann oder was weiß ich wer. Aber hat er ja gemacht auf Konzerten. Weißt du, was ich meine? Wenn Frauen so eine Actions machen oder auch wenn Frauen irgendwie Sextoys sich kaufen, dann ist das auch, oh, das ist so eine starke Frau, das ist so empowering. Und wenn der Mann sich irgendwie sein Flashlight 5000 holt, dann ist er der Weirdo so ein bisschen, weißt du? Ja, es ist so eine Grunddebatte. Aber ich finde, wenn es alle freiwillig machen und alle da Bock drauf haben, macht halt, dann trinkt halt das Sperma von Montana Black in eurem Energy Drink, keine Ahnung. Oder wie heißt die Amorant? Amorant, ja. Kranziges, weiß ich nicht. Dann trinkt es halt, mir doch egal, aber ich würde es auf jeden Fall nicht kaufen, nicht von fremden Leuten. Wie gesagt, von der eigenen Partnerschaft, so kann ich mir vorstellen, dass man sowas mal macht, aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da auch nur ein Milligramm wirkliche Essenz von ihr am Ende drin ist. Das muss irgendwie chemisch reproduziert werden. Das ergibt keinen Sinn, dass da... Weißt du, das ist der nächste Step quasi von Badewannenwasser trinken. Ja. Jetzt halt zum... Noch ja, aber Badewasser, konkreter. Das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja viel mehr und leichter abzufüllen, sage ich mal. Und auch, also du machst eine Badewanne voll und hast 200 Fuhren, die du verschicken kannst. So. Mhm. Aber hier... Wenn die nicht irgendwo über einen riesen Fass gespannt wird und dann den ganzen Tag ausläuft, also, dann ist das halt einfach technisch ein bisschen schwierig. Ich habe Bilder im Kopf, Alter. Es ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie das technisch läuft, aber ich würde mich gerne mal reinlesen, weil ich finde es einfach so biologisch spannend, wie das gemacht wird. Also ich fände es cool, wenn es sowas gäbe wie so Hefe, ne, dass es immer reproduziert wird. Aber ob das geht, weiß ich halt nicht. Also ich hatte recht, es ist polnisch, habe ich mir richtig gemerkt, wollte ich jetzt nochmal anmerken. Was ist polnisch? Naja, dass die Firma... Ach so. Power of the Yoni.
Nee, also ich finde es okay, macht das nur, kauft es euch auch, wenn ihr das wollt. Ich finde es aber, ich finde es nicht so toll. Na gut. Ich würde sogar sagen, dass ich es eklig finde ein bisschen, aber es ist, weil ich allgemein so menschliches und tierisches Zeug nicht gerne essen oder trinken möchte. Okay. Na dann, Tino, warte mal, ich muss gerade niesen. Überleitung! Was ist Überleitung zu einem Thema? Nö. Ich wollte dir die Gelegenheit geben, in der Zeit überzuleiten, aber ist okay. Wer jetzt auch Gelegenheit hat, Präsident zu werden, ist in Argentinien ein libertärer Populist, denn der hat echte Chancen, da Präsident zu werden. Und der hat ganz spannende Dinge auf der Agenda, weil es Argentinien gerade wirtschaftlich sehr schlecht geht und denen ihre Währung irgendwie im Keller ist, möchte er den US-Dollar einführen. Okay. In Argentinien, das ist schon spannend. Er will Steuern abschaffen, komplett. Finde ich gut. Und einige Ministerien. Einfach alles abschaffen. Und Ministerien schließen, weil die Geldverschwendung wären. Und das Geilste ist, sein Markenzeichen ist eine Kettensäge. Okay. Du siehst ihn so auf Demos, wie er irgendwie da auf so einem Wagen steht und so rrm, rrm macht. Und er will halt das System zerlegen, wieder aufbauen. Mm. Also sehr sympathisch. Ich habe jetzt nicht komplett gelesen, was er machen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie dafür rassistisch ist oder irgendwie... Wo ist der Haken an diesem Mann? mit der Kettensäge. Wenn der Haken am Kreuz ist, ist es nicht schön. Aber prinzipiell finde ich die Idee ganz, ganz lustig. Und es wäre auch ein Prototyp, wenn er jetzt anfängt, Steuern abzuschaffen und Ministerien einzusparen, könnte ja auch für andere Staaten dann relevant sein. Weil auch wir haben vielleicht manchmal Ministerien, die nicht so sinnvoll sind oder die nur geschaffen werden. Das habe ich mal irgendwo gesehen bei Extra 3, glaube ich, dass irgendwie eine Gemeinde oder irgendein Landtag hat ein Ministerium nur deswegen eingeführt, damit halt die eine Koalitionspartei auch noch einen Ministeriumsposten mehr hat. Und eigentlich machen die da überhaupt nichts richtig. Das klingt aber auch nach cleveren Euphemismen, wenn du mich fragst. Ja, hallo, ich bin der Bedolf Bittler und ich möchte jetzt hier an die Macht kommen. Ich habe eine gute Idee. Wir sparen jetzt einfach alle Ministerien ein und ich mache das hier alles alleine. Nee, er ist schon irgendwie linkslibertär, also es ist kein Diktator. Aber ja, so wie Xi Jinping und Kim. So tief bin ich da nicht drin bei ihm jetzt. Ich weiß halt nur, dass er halt Steuern abschaffen will und will irgendwie sehr viel Geld sparen, weil sie es halt müssen, weil die halt echt kurz vorm Bankrott sind in Argentinien. Na gut. Und das sind halt sehr radikale Thesen, die ich halt spannend finde. Und warum nicht, wenn er das hinkriegt, warum nicht? Aber ich kenne halt, wie gesagt, sein ganzes Programm nicht. Ja. Es ist die Order of Yoni, nicht die Power of Yoni. Schade. Sorry, ich muss noch mal kurz mich selber fact-checken. Ich sehe es hier gerade. Guter Mann, Kettensäge. Weiß ich noch nicht genau. Warum hat er nicht die Dildo-Kettensäge von GTA San Andreas? Gab's die? Ja. Ich weiß nur, dass es Dildos gab. Es gibt eine Dildo-Kettensäge, die, ich glaube, an zwei Orten rumsteht. Einmal in einem Sexshop und einmal bei einer Freundin, die man haben kann, zu Hause. Das ist mir nie aufgefallen. Tja. Ich habe meine GTA San Andreas Facts straight. Ich bin gerade voll in diesem Pokémon Rot-Gelb-Blau-Ding drin, dass ich mir so Videos angucke, wie sie so Experimente machen. Kann man das Spiel nur mit Hornliu schaffen oder wie kann man das Spiel brechen und so? Also furchtbar spannend, da bin ich gerade voll drin, weil ich das Spiel auch auswendig kenne. Und zu gucken, wo da so Fehler sind oder auch so Glitches, die du machen kannst, das ist richtig... Nice. Da ist ja auch ein Rattenloch, in dem man sich da runterbegeben kann, ne? Mega. Ja, aber wo wir gerade von Spielen reden, sag Martino, bist du nicht auch so beeindruckt wie ich von Happy Hop, der es geschafft hat, den Golden Run 3 zu schaffen? Ja, das ist ganz schön. Ich bin gerade ganz schön überrascht. Das ist der erste Mensch, der das geschafft hat. Mhm. Und 7 Spiele hinfolge, ohne einen Schaden zu nehmen, durchzuspielen. Live auf Twitch. Da guckst du ganz schön erstaunt. Dann kann es kein Ballerspiel gewesen jetzt sein. Jetzt warte mal ab, wenn ich dir jetzt noch sage, welche Spiele das sind in dieser Reihenfolge. Sekiro, Bloodborne, Dark Souls 2, Demon's Souls 1, Demon's Souls 3 und Elden Ring. Das ist jetzt so ein Ding, dass man die durchspielt und versucht, keinen Schaden zu erleiden. Ja. Also psychisch vielleicht schon und mental, aber nicht jetzt irgendwie im Spiel. Das ist der Golden Run 3. Und der wurde geschafft. Also jetzt muss ich es nochmal, also ich, ja, du kennst da ja nichts von, aber ich kann doch, das jetzt... Doch, hallo? Naja gut, du weißt ungefähr, was es ist. Ich habe Dark Souls nichts... schon mal gelesen. Ich weiß, dass es existiert. Und ich habe für eine Sekunde dachte ich, du sagst jetzt wirklich, du hättest eins davon mal angespielt. Dark Souls und Elden Ring habe ich schon mal gehört. Ja. Ich weiß, dass sie existieren, den Rest nicht. Elden Ring hast du wahrscheinlich von mir gehört, weil das ist vor... in einem guten Jahr rausgekommen und hat die Gamer-Gemeinschaft begeistert. Herr der Ringe ist das, oder? Nein. Scheiße.
Gar nicht. Okay, dann war es Harry Potter. Alles klar. Also das sind alles 7 Spiele, die sehr, sehr schwer sind. Und die durchzuspielen, ohne ein Stück Schaden zu nehmen, ist insane. Und das am Stück zu machen mit 7 Stück, ist doch härter. Also es ist schon echt ein krasses Ding. Da soll man City Skylines spielen, ohne Steuern zu erhöhen, Profit machen. Das will ich mal sehen. Na, da kann ja hier dein Kettensägenmann dir vielleicht sagen, wie das geht. Das wäre cool. Ja. So, und noch eine Twitch-News habe ich, weil das sind ja alles meine Kollegen. Da wurde geheiratet. Der gute Knut, wo hat geheiratet? Der Eisbär? Nee, der Eismensch. Der ist, glaube ich, aus dem Norden und ist sehr stark. Ich habe den auch auf der TwitchCon mal getroffen. Das ist einfach so ein Typ, der aufgepumpt ist bis zum geht nicht mehr und einfach Knut heißt. Auch auf Twitch heißt er immer nur Knut. Ist doch süß. Und das ist die zweite Twitch-Hochzeit, aber ich glaube die erste, die live gestreamt wurde, glaube ich. Vielleicht wurde die erste auch live gestreamt. Die erste ist leider in die Brüche gegangen, weil die Dame dann rumgehurt hat, wie das Internet sagt. Und daran ist das dann gescheitert. Deswegen wünsche ich das für Knut und seine Freundin, die er jetzt seit 15 Jahren hatte und jetzt seine Frau ist. Natürlich nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist schon sehr, sehr absurd. Du siehst da diesen intimen Moment und dann schwenkt die Kamera halt so actionmäßig so rum. Also es ist kein... Es wirkt nicht wie eine normale Hochzeit, wo halt jemand filmt, so dieses Ruhige, sondern es ist halt wirklich so, da kommt die Frau. Action. Ja, das ist ganz komisch. Kuchen. Und dann läuft da, also der Typ läuft rein, die Frau ist noch nicht da und dann sitzen so zwei, oder nee, eine sitzt da und der, wahrscheinlich der Trauzeuge oder so, geht dann der vorbei und sagt so, you will never have this. So von wegen, du wirst nie so eine Hochzeit haben. Hm. Macht er offensichtlich, weil halt die Kamera läuft und sie so, oh, overacted das übelst, wie sie gerade beleidigt wurde. Das ist so komisch. Aber ja, es ist eine Twitch-Hochzeit. Ist eine Sache, die das Internet begeistert hat diese Woche. Was ich cool finde, sind so Hochzeiten, wo die irgendwelche Wrestling-Moves machen oder so. Wo dann so der Pfarrer sagt, die dürfen die Frau jetzt stunnern. Dann macht er einfach so einen Stunner mit ihr. So einen Kick quasi in die Magengrube. Dann halt ihr Kinn auf seine Schulter so zu so hauen. Ja, und dann kommt halt die Stone Cold-Musik so. Das ist mein Vibe. Ja, wenn Frauen verprügelt werden, dann bin ich auch dabei. Oder andersrum von mir aus auch. Oder auch, ja. Oder statt Ehering so zu Titel haben, so Gürtel, weißt du? Das ist ja, glaube ich, meine Hochzeit. Ja, also wenn die sich das wünschen, irgendwie live zu heiraten, ich würde es nicht machen. Also ich finde so, Hochzeit ist schon eher was Intimes, Privates. Und ich habe auch nie so Stars verstanden, die das alles so öffentlich machen. Die dann so noch Fotos von sich irgendwie in die Presse schicken, von den Hochzeitsfotos und so. Das finde ich die blöd. Fucking Gülcan-Hochzeit. Ja, Gülcan, wer ist das eigentlich? Von Viva. Noch, ne? Es war eine meiner Kindheitshelden, Heldinnen. Naja, Gülcan. Weiß ich nicht. Gülcan. Ich fand die cool. Ich fand die immer eher nervig. Ich war mehr Team Colleen Fernandes. Ja, die war eh cooler, das stimmt schon. Aber ich finde, dass das auch Gülcan cool war. Na gut. Was auch cool war, bis auf die Leute, die davon betroffen waren, war ein Cat 5 Hurricane. Kategorie 5, das ist ein ganz schöner... Ein Katzen-Hurricane. Ein ganz schöner Otto ist das. Also der ist durch Acapulco unter anderem durchgeballert. Und ja, du hast ja jetzt hier gesehen, da ist ordentlich Verwüstung gewesen. Also das, was... quasi online passiert ist durch Amorans Yeast hier. Genau eben jener Sturm ist auch durchs echte, durchs Breitengrade-Netz gestürmt. Und ja, hat halt Mexiko, warte mal, der Otis heißt der Sturm, genau, hat Mexiko heimgesucht und verwüstet. Der hat ein Heim gesucht. Sagen wir dazu irgendwas? Ist nicht gut, wenn Gebäude kaputt gehen, oder? Also ich bin gegen Naturkatastrophen, sollte man endlich mal abschaffen. Das meine auf jeden Meinung. Fall. Ich finde, dieser Otis hätte einfach mal orangene Farbe mitbringen sollen und dann diesen Sturm eher bei den Eliten machen sollen. Ja. Bei denen da oben. Bei City Skylines kann man die einfach ausstellen, Naturkatastrophen. Ja? Ja. Das ist ja besser als die Realität. Ist echt so, deswegen bin ich da auch mehr als eine Wirklichkeit. Ja. Also schön wäre, also ich habe jetzt schon lange nicht mehr gespielt, aber prinzipiell wäre ich gern lieber in City Skylines als eine Wirklichkeit. Hm. Da bin ich der Bürgermeister, habe ich die Entscheidung zu treffen, muss nicht erst noch gewählt werden. Ich romantisiere diese Umweltkatastrophen so ein bisschen, muss ich sagen. Oh, wie romantisch! Naja, ein Hurricane! Naja, das heißt ja nicht gleich so romantisch, aber romantisieren ist halt so dieses, also wenn hier Hochwasser ist, ja, und dann das Wasser irgendwie, das hat man ja mal vor 10 Jahren, 12 Jahren, keine Ahnung. Wenn das Wasser dann so 1-2 Meter hoch steht, das ist einfach schön. Ich bin auch echt ein bisschen traurig, dass ich in Japan diesen Taifun nicht mitgenommen habe.
Und, das sagst du auch nur, weil du jetzt kein Kellerbesitzer, der vollgeflutet wird. Ich will einfach nur sagen, ich bin sehr neidisch auf die Leute, die gerade in Acapulco ihr Haus alles verloren haben. Ich bin neidisch auf die, alles verloren haben. Die haben es gut, ey. Nee, ich würde halt schon gerne mal so ein paar mehr Extremwetter mitmachen, ohne dass was passiert. Aber netterweise arbeiten wir als Gemenschheit da ja dran. Das heißt, das Schlechtwetter und die Umweltkatastrophen kommen ja zu mir. Ich muss ja dafür gar nichts machen. Dankeschön. Das stimmt. Kann man nicht eigentlich auch so Tornados einfach mit einem Staubsauger so einsaugen? Doch, ich glaube, dem entgegenwirkt. Das sind diese Zukunftsvisionen, die du hast. Weißt du, wir müssen jetzt auf, das sagt die Frau Wagenknecht ja auch, hoho, Überleitung, ja. Dass sie in Sachen Klimawandel sehr auf Zukunftstechnologie setzen würde. Ach, wie die FDP, Alter, wie kann man so dumm sein? Ich habe eine Lösung, die wird erfunden in 20 Jahren. Ja. Es ist genau so. Ist richtig, ich finde, es sollte beides sein, aber in erster Linie eher erstmal gucken, wo wir jetzt direkt was machen. Eben, das ist wie wenn du jetzt eine Waschmaschine kaufst und sagst du dem Verkäufer, ich bezahle die nächste Woche von den Geld, was ich im Lotto gewinnen werde nächste Woche. Das ist Quatsch. Aber man muss halt dazu sagen, hätten wir dieses Mindset vor 20 Jahren gehabt, wäre es halt jetzt sehr viel besser, wenn wir vor 20 Jahren gesagt hätten, wir investieren jetzt mal in irgendwie alternative Treibstoffe oder was auch immer. Ja. Es ist aber, hätten wir vor 20 Jahren gesagt, wir verzichten jetzt, hätte das halt never funktioniert, weil die Leute nicht bereit sind. Aber man hätte vor 20 Jahren zukunftsorientiert neue Technik machen können. Jetzt ist halt einfach ein bisschen, ich will nicht sagen spät, aber es ist schon sehr spät. Es schließt sich ja auch nicht aus, man kann ja auch in Zukunft Sachen Innovation investieren, aber gleichzeitig auch gucken, dass man jetzt irgendwie mal Sachen gebacken kriegt. Und da reicht es eben nicht nur, dass man irgendwie jetzt Deckel von Plastikflaschen irgendwie am Hals dran behält. Das ist erstmal okay, das ist gut so, aber es reicht eben nicht. Ja. Man muss eben mehr machen und ich finde es immer so lächerlich, wenn die FDP hat ja auch schon gesagt, wir ändern jetzt nichts, weil wir werden ja in Zukunft mal Technologien haben, die das alles mal ändern werden, verbessern werden. Das weißt du überhaupt nicht und zweitens brauchen wir das ja jetzt haben wir ja Probleme. Atommüll und so ein Scheiß. Ich habe die Ahnung, Tino, wenn ich dieses Thema jetzt angerissen habe, dass das, dass die Frau Wagenknecht jetzt das gleiche abbekommt wie der Herr Precht letzte Woche. Der Wagenknecht-Rant. Gar nicht verdient, die Frau. Nee. Ich fand die schon immer furchtbar. Furchtbar? Also so weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Ja doch, die ist ja links, rechts, oben, unten. Die macht ja alles gefühlt, aber immer nur die schlechten Seiten. Witzigerweise habe ich vielleicht auch inspiriert durch dich den neuen Lanz und Precht-Podcast gehört. Und er sagt, wie ich finde, richtig als Beobachtung, dieses klassische Eingliedern in rechts und links ist einfach gar nicht mehr so möglich. Es ist auch nur ein Schema, was natürlich nicht alles aussagt. Aber ich finde, wenn jetzt Wagenknecht mehr Abschiebungen will und Asyl begrenzen will, dass es schon eher ein rechtes Thema ist. Das kann man ja schon so grob einordnen. Mhm. Klar kann man dann jetzt nicht sagen, dass irgendwie Recycling ist vielleicht jetzt nicht links, nicht rechts, es ist eher so ein Umweltthema. Aber ich finde jetzt, man kann schon bei ihr sagen, dass das, was sie jetzt veröffentlicht hat, dieses Papier da, dass es schon auch rechte Themen drin hat. Also das Rechte vor allem bedienen. Das gibt es ja durchaus schon. Es ist vielleicht nicht alles Aussagen, klar, auch Hufeisentheorie ist alles Käse, aber prinzipiell ist es noch sinnvoll, es zu nutzen. Ja, differenziert also natürlich. Man sinnvoll weiß ich jetzt nicht, habe ich auch nicht gesagt, aber dass das einfach viel, also da gehe ich schon mit. Also auch wenn es darum geht, liefern wir jetzt irgendwo Waffen hin oder nicht. So, das ist ja auch, da gibt es auch jetzt nicht mehr die eine prinzipielle Antwort, wir geben niemandem Waffen, weil Waffen verkaufen ist schlecht. Gibt es da halt auch nicht. So, nee, aber du kannst ja durchaus Rückschlüsse ziehen, was passiert denn, wenn du das und das machst. Wenn du der Ukraine keine Waffen lieferst, dann hilfst du ja einem Despoten, einem Diktator wie halt Putin. Mir ist das alles bewusst. Und so. Ich sage nur, dass es halt in diesem klassischen, wir sind links, wir möchten keine Waffen oder wir sind links, wir wollen alle aufnehmen und so, aber also das ist, es ist halt schwierig sozusagen, ich will es gar nicht so lang machen, wir wollen doch wieder über Muschisaft reden, Alter. Ja, weil, klar hat Wagenknecht schon auch linke Thesen, ich würde sie jetzt nicht irgendwie als, weiß ich nicht, als nur links einordnen, die ist halt links und rechts. Ja, genau das ist es ja, dass es eben nicht möglich ist, das so pauschal einzuordnen und da gehe ich voll mit, das ist einfach schwierig und das würde es vielleicht auch leichter machen, dieses, oh fuck, weil was hatte ich denn das wieder diese Woche, wo ich wieder das Gefühl hatte, dass die politisch linke Seite sich so gegenseitig auffrisst, Alter, ich komme gerade nicht drauf.
Das gibt's ja ganz oft. Das ist ja wie jetzt bei. Ja, aber es gab halt wieder so ein prominentes Thema, dachte ich. Na, Palästina und Israel und so, das ist ja auch so ein Thema, was auch, ich denke. Aber ich glaube, das war es nicht. Uneinig sind. Was sie auch gar nicht müssen. Also, es ist ja. Und ich finde ja auch nicht, dass man sagen sollte, dass es schlecht, weil es rechts ist, sondern es ist ja nur ein Indiz und eine Zuschreibung. Das ist halt ein rechtes Thema und es ist schlecht, weil. So. Abschiebungen sind halt scheiße, weil du nie weißt, wo die Menschen hingeschoben werden, so richtig, was ihnen da blüht. Deswegen bin ich halt gegen Abschiebungen prinzipiell. Auch wenn die kriminell waren, sonst halt ins Gefängnis gehen und da nochmal sozialisiert werden. Deswegen ist es halt ein rechtes Thema, aber nicht deswegen scheiße, sondern es ist scheiße, weil Menschen halt sterben könnten. Das ist ja eigentlich die Sache. Weißt du, das hast du bei dem Amoklauf so nicht gesagt. Weißt du? Da können auch Menschen sterben. Ja. Da hast du hier noch Witze gemacht. Aber wenn Sarah Wagenknecht kommt, da geht der Puls hoch. Nee, die ist nicht lustig. Ja, wie viele Prozente kriegt die? Wollen wir schon mal schätzen? Oder? Naja, also Umfragen sagen jetzt 20%. Davon gehe ich nicht aus. Also ich würde jetzt mal sagen, Stand jetzt, Thüringer Landtagswahl, was sie hier machen möchte, das könnten schon zu 10% werden. Ich kann es mir vorstellen. 10 würde ich ihr geben. Ich gebe ihr 12. Aber eigentlich glaube ich es auch nicht. Also das wäre halt krass, wenn es aus dem Nichts so rausgeballert wird, weil die kommt ja jetzt auch, also wann hatte die Linke das letzte Mal 12%, so, weißt du? Die kommt ja trotzdem Thüringen von Thüringen schon jetzt, ja. Ja, ja, ach so, ja gut. Bist du jetzt von Thüringen ausgegangen? Genau. Dann habe ich das überhört. Ich meinte jetzt schon bundesweit, dass sie für mich das Potenzial hat. Also mein Gefühl ist, dass die Hälfte, und da habe ich schon sehr aufgerundet, der Hälfte der AfD-Wähler nicht unbedingt, das sind halt diese Oma Gerdas, weißt du, die ich gerne erwähne. Mhm. Und die würden dann eher Sarah Wagenknecht wählen, diese Protestwahlen, die jetzt nicht unbedingt das AfD-Parteiprogramm lesen, sondern einfach mitkriegen, ah, die ist eine Alternative. Hm. Und da ist jetzt eine Alternative, dann will ich die vielleicht lieber, weil die AfD hat ja so einen schlechten Ruf oder so. Deswegen würde ich sagen, die Hälfte von diesen Leuten könnten darüber, aber das wird nicht sich in tatsächliche Stimmen umsetzen. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ich gebe ja einfach mal die 12%, das wäre aber insane, weil also mir ist Sarah Wagenknecht auf jeden Fall lieber als AfD. Ja, das aber ist klar. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch darauf hinausläuft, dass die irgendwie zusammen dann koalieren. Und das will sie, glaube ich, nicht, Wagenknecht. Also selbst sagt sie aktuell, das will sie nicht machen. Sie bezeichnet ja auch die AfD oft als Gräuel und so und dass das überhaupt nicht geht. Und nebenbei die AfD so groß ist, hat sie ja erst richtig bestärkt gefühlt, nochmal eine Lücke zu schließen irgendwie im Parteiensystem. Das denke ich jetzt mal nicht. Klar ist Höcke irgendwie hat schon Steifen in der Hose, weil er, wenn er Wagenknecht sieht, aber andersrum halt nicht. Wir werden sehen. Werden wir sehen. Aber was ich nicht habe kommen sehen, ist die aktuelle Koalition zwischen CSU und Freie Wähler in Bayern. Denn der Söder hat sich ja wieder eingelassen auf Aiwanger. Wir kennen ihn von seinem antisemitischen Bruder. Aiwanger ist mein Lieblingswanger. Aiwanger, genau. Wenn du einen Aiwanger hinhältst, musst du auch einen anderen Aiwanger hinhalten. Mhm. Und die haben jetzt in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, dass bayerische SchülerInnen KZ-Gedenkstätten besuchen müssen. Um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, fand ich erstmal einen feinen Move, aber das macht trotzdem nicht geiler, dass halt Aiwanger so scheiße gemacht hat. Die richtig, richtig zynische Ansicht dieser Sache ist, dass jetzt KZs missbraucht werden für PR. Naja, es spielt immer eine Rolle. Es ist auch bei diesem Pinkwashing und so, oh, die ganzen Firmen haben Regenbogenfahnen jetzt überall. Ja, na klar, es ist auch ein bisschen Marketing und so, aber trotzdem bleibt es halt eine gute Aussage und es bringt Sichtbarkeit und es ist ja ein Zuspruch trotz allem, auch wenn es marketingtechnisch ist. Aber vor allem, also wir mussten das auch, ist das in Bayern noch nicht gewesen oder was? Scheinbar nicht, aber irgendwie ist es jetzt ja aufgenommen worden und das fand ich ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob das Pflicht ist, weiß ich nicht genau. Vielleicht war es bei uns auch nur so selbstverständlich, weil wir halt hier direkt wohnen. Aber ich kenne auch einige Schulklassen, die irgendwie aus Rostock kamen und so, die auch Buchenwald besucht haben, meint, das müssen die machen, müssen sich eins ausruhen, KZ, haben sich halt für Buchenwald entschieden. Ich weiß nicht ganz genau, ich kann nicht sagen, wie es bisher war, aber jetzt, ich habe jedenfalls diese Schlagzeile gelesen, auch einen Text dazu, und da hieß es halt, dass es jetzt irgendwie eine Neuerung ist. Schon wieder so ein Gag, den ich glaube ich nicht machen kann. Machen gerne wieder off Mikrofon und ich kann es nicht mehr kommentieren. Es ist nicht mehr, ich weiß schon den letzten schon wieder vergessen, den ich dann hinterher. Ich auch. Das war, glaube ich, so ein Wortspiel oder so. Ja. Ja, Leute, das kann man nicht machen. Es ist in meinem Kopf, also es ist lustig, weil es ein Wortspiel ist, aber das ist natürlich, da höre ich die Mistgabeln schon. Naja. Es ist jetzt auch schon wieder so lange her. Also du hast halt du hast gesagt, dass die Schüler sich ein KZ aussuchen dürfen. Okay, ja. Say no more. Das damals doch, nee, egal.
Das durften die damals nämlich nicht. Was man auch lange Zeit, was man auch noch darf, ist, ach, ich komme da einfach nicht rein. Du kennst doch Sting noch von WWE, von WCW, der beste, ne? Wrestler. Der beste Wrestler, der ist inzwischen 64 Jahre alt. Krass. Und ist auch ein aktiver Wrestler. Bei WWE durfte er nicht mehr kämpfen, weil er sich verletzt hatte durch eine Bucketbomb, weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die Attacke. Da hat ihm die Backe abgebissen. Also Seth Rollins hat ihm bei WrestleMania quasi eine Powerbomb hochgenommen, so auf die Schultern gesetzt und ihn quasi vor den Ringpfosten geschmissen. Da ist sein Rücken kaputt gegangen oder Schulterblätter irgendwas. Wow. Und die WWE ist halt sehr streng, was Verletzungen angeht. Wenn du halt was Krasses hattest und es dich beim nächsten Mal ficken könnte, sagen die, nee, kämpfen nicht mehr. Deswegen einige auch dann zur Konkurrenz gehen, weil die sind da ein bisschen weniger streng. Dann dürfen auch noch die Halbtoten noch wresteln. Geil. Auch Sting ist jetzt bei AEW, bei dem großen Konkurrenzthema dabei. Da werden die Leichen quasi ausgebuddelt und dürfen nochmal ran. Ist so. Und Sting jedenfalls war ja früher eine riesige Ikone. Der hat jetzt sein Karriereende angesagt. Will noch ein Match machen und da hat sich die Newcomer, ein Newcomer bereit erklärt, nämlich Ric Flair, der inzwischen 74 ist, also nochmal 10 Jahre älter, hat sich bereit erklärt, aber gegen ihn ein Match abzuliefern. Witzig. Der noch älter ist und noch gebrechlicher ist und beim letzten Match schon. Ach, der ist aber auch noch aktiv, der kommt nicht aus dem Ruhestand. Der war schon mehrfach im Ruhestand, der kommt immer wieder. Geil. Und liefert Matches ab, wo er selber gesagt hat, er war dreimal irgendwie ausgenockt und wusste nicht, wo er war. Aber kämpft jetzt nochmal gegen Sting im letzten Match quasi. Das wird so ein Rettner-Ding werden. Wann ist das? Es ist quasi wie Trump gegen Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen, wo du auch nicht weißt, wie lange werden die noch durchhalten mental. Ist bei denen jetzt genauso. Ich habe Angst, dass alle beide sich ihre Hüften brechen bei den Matches. Ja, das wäre super. Wäre auch irgendwie witzig. Also das ist tatsächlich ein Wrestling-Match, was mich interessieren würde. Kann ich dir dann gern zeigen. Hm, geil. Ja, schön, dass du hier die wichtigen Themen reinholst. Also schlimmer als Goldberg gegen Undertaker kann es ja nicht werden. Das war ja wirklich ganz, ganz schlimm. Die haben sich echt beide fast das Knick gebrochen mehrfach. Die alten Herren, die nichts mehr drauf haben. Aber Sting gegen Flair wird auch nochmal lustig werden, weil Flair war auch bekannt für sein ganzes Bluten, hat ja immer den Ring voll geblutet in seinen Matches. Ja, also jedenfalls ist es gerade bekannt für mein Bluten. Ja, ist so. Ja, wer auch blutet, ist Gaza. Ja. Da wollen wir vielleicht zumindest nochmal kurz drauf, weil da eskaliert es ja ganz schön. Und jetzt ist was passiert, also da hört der Spaß auf, ja. Also spätestens jetzt, ja. Jetzt ist wirklich fast. Bis jetzt war es lustig, aber jetzt ist es. Gott, also Tino. Naja, also, ich nehme nur gerade die Vibes auf. Ja. Naja, da hört der Spaß auf. Jetzt haben sie nämlich einen kompletten Internet-Blackout gehabt im Gazastreifen und vielleicht haben sie den zu diesem Zeitpunkt immer noch. Hm. Und also jetzt, um mal wieder den Ernst ein bisschen reinzubringen, es kann halt schon sein, dass jetzt quasi so eine komplette Bodenoffensive da irgendwie gestartet wird, weil das so ein typisches militärisches Mittel ist, eigentlich erstmal quasi Kommunikation abschließen. Da ist komplett quasi, diese Leute sind 100 Meter voneinander entfernt und wissen nicht, was los ist. So. Mhm. Und das ist gut für militärische Eingriffe. Ja, also das ist eigentlich ein Thema, was ich heute gar nicht so mit reinnehmen will, weil es mich einfach anstrengt. Und, ist ja auch große Scheiße. Es ist einfach unnötig, es ist dumm. Aber wir können auch nichts machen. Das ist halt die Kritik gerade. Also nicht, dass mich der Krieg da vor Ort nervt. Mich nervt eher dieses Ganze drumherum und dass man da jetzt hier so. Dass die Leute da, oh nee, Alter, ich will gar nicht. Hier die Proteste, da die Proteste und oh, und dann gab's mit Hasan Abi, ist auch ein großer Streamer, und Ethan Klein gab's Beef, weil der Ethan Klein, also von H3-Podcast, der ist selber Jude und der Hasan Abi hat aber irgendwie ganz wilde Takes und hat dann auch dafür gesorgt, dass der Ethan sich entschuldigt und das ist ganz, also ich weiß nicht. Das ist alles ganz dumm. Das ist alles dumm. Nee. Was ich halt sehr spannend fand, wo ich auch in einem Dilemma war, das war eine Schlagzeile vom Tagesspiegel, nämlich Volker Beck, das ist der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, und der ruft die letzte Generation dazu auf, die Proteste erstmal zu stoppen, während es diese Konflikte sind. Mhm. Weil diese Aktionen gefährden sonst die Sicherheitskräfte, die Sicherheit von Jüdinnen und Juden, weil nämlich die letzte Generation ja auch viele Polizeieinsätze provoziert, und wenn die halt bei den letzten Generationen sind, dann können die halt weniger Jüdinnen und Juden beschützen, und deswegen hat er gesagt, lass es jetzt mal irgendwie sein. Ja. Weiß ich nicht, ob das irgendwie so sinnvoll ist, aber ich verstehe den Gedanken dahinter zumindest. Alter, ich habe auch das Gefühl, in den letzten 5 Jahren, so mit Corona-Beginn,
es gibt andauernd ein neues, großes, großes Thema, wo es dann einen, so ein, wo so eine gesellschaftliche Spaltung stattfindet, wo es dann irgendwie eine Seite gibt, die so ein bisschen einen weirden Take hat, wie halt Corona, ne? Da ist natürlich ein bisschen klarer. Dann Ukraine-Krieg war es auch ein bisschen klarer, aber da habe ich schon gesagt, das ist nicht ganz so eindeutig, wie jetzt bei Corona zu sagen. Hier ist es jetzt nochmal ein bisschen unklarer, aber also, ne, man kann ja für Palästina auf die Straße gehen, aber wenn da nicht irgendwie ein Schild hochgehalten wird mit Fuck Hamas oder so, dann ist das auch einfach ein bisschen schwierig. Mhm. Und das alles macht es für mich so anstrengend, Alter. Ich will lieber wieder über Pussysaft reden. Eine einfache Welt, ja. Eine ganz einfache Welt. Das, ja, das war jedenfalls für mich so ein Dilemma, weil ich das verstehen kann, aber ich weiß nicht, ob das das richtige Mittel ist, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt die Klimaproteste irgendwie einschränken. Aber es stimmt leider schon, ne, dass gerade ganz viele Veranstaltungen, auch hier in Weimar war jetzt wieder was an DNT, ein jüdisches oder israelisches Konzert, wo halt einfach Polizei anwesend sein musste. Hm. Und ganz, ganz viele jüdische auch Vereine und Schulen und so, solche Sachen sind gerade einfach fast leer, weil die Leute Angst haben, auf die Straße zu gehen. All Cops are Statisten. Ja, von mir aus gerne. Wenn die da beim Theatervorstellungen so am Rand stehen. Ja, Feuerwehr ist ja normal, die sind ja auch immer anwesend bei Vorstellungen, aber so Polizei. Feuerwehr? Ja, das ist echt so ein Ding, dass bei Inszenierungen ganz oft die Feuerwehr einfach vor Ort ist. Mhm. Hinter der Bühne. Falls das Theater abbrennt, oder? Ja, so eine Art, genau, Brandschutz und so. So schlecht sind die Auftritte immer, dass die Leute brandstiften. Na, die haben da Clockwork Orange gespielt, das war ein Rammstein-Musical. Da ist auch Feuer gesprüht worden. Hm. Ja, es ist ein Kackthema. Wir können auch gerne nochmal springen jetzt. Feuer geschossen wurde auf jeden Fall auch in verbaler Form gegen Lidl aus zweierlei Gründen. Zum einen einen validen Grund, nämlich die Frankenstein Chickens. Da gab es so ein Video, was irgendwie offenbart hat, dass Lidl in irgendeiner Form, ich weiß nicht, warum die da mit drin hängen, dass die irgendwie Hühner halten. Auf jeden Fall geben die denen irgendwelche Mittel und die wachsen schneller, als es normal wäre. Und dann können die ihr eigenes Körpergewicht auf ihren komischen Beinen nicht halten. Oder sie haben übelst lange Beine und voll kleine Körper. Das ist ganz komisch. Ja, schwierig. Tiere quälen nicht so gut. Aber so, ich bin gegen Genmanipulation und Genfelder und so. Wobei das wesentlich safer, glaube ich zumindest, ist, als irgendwelchen Tieren dann mit Medikamenten vollzustopfen und das dann zu essen. Ja, das ist nämlich genau der zweite Punkt. Das Gen von einer schwarzen Person hinter einer weißen Person ist Anlass für einen weiteren Shitstorm gegen Lidl gewesen. Und das ist so ein typisches, Twitter ist jetzt nur noch so ein Moloch von Dreck, weil die ganzen halbwegs normalen Leute sich ein bisschen zurückgezogen haben und da sind jetzt nur noch die hottesten Takes von allen und die ganzen rechten Trolle und die ganzen Assis und Pimmels und die haben sich dann jetzt ein Bild angeguckt, wo irgendwie eine Winterkollektion vorgestellt wird, da ist eine weiße Frau vorne, die eine Jacke anhat und ein schwarzer Mann läuft hinter ihr und der hat eine andere Jacke an und dann wird das jetzt so dargestellt, weil guck mal, der Schwarze, der verfolgt die weiße Frau. Hä? Ja. Okay. Und es ist nicht so, dass irgendjemand besonders woke ist oder so und sagt, dass diese Darstellung ist aber nicht gut gegen Schwarze, sondern, was ich übrigens auch dumm fände, sondern, ja, das ist ja schön, dass jetzt hier ihr auch mal darstellt, wie es ist, so, dass die Predators da. Ah, es ist ganz, verstehe, ganz schlimm. Okay. Und zeitgleich dazu gab es von Aldi auch sowas ähnliches, das wurde dann gegenübergestellt. Also da will ich eigentlich auch gar keinen Atem drauf verschwenden, aber ich weiß nur, dass es ganz oft so gegen diese Diversität geht, ne, in der Werbung, dass immer jemand Schwarzes, jemand Schwules da sein muss, es wäre ja störend, es wäre ja ein Aufzwingen, aber andersrum, wenn halt nur Hetero-Weiße da zu sehen sind, ist es kein Aufzwingen, das ist dann normal und wir Snowflakes, wir würden ja dahin schmelzen bei Kleinigkeiten, aber wenn Lidl mal eine Regenbogenfahne zeigt, dann fangen alle an zu weinen und wollen auswandern. Ich weiß nicht, ich finde das alles sehr sollen schwierig. Sie's machen. Was auch sehr schwierig war, waren Bombendrohungen. Nö, das ist nicht schwierig. Du rufst an, sagst, hey, ich hab Bombe! Stimmt, ganz einfach. Dein nächstes Thema. Also, nee, es gab jetzt in Deutschland vermehrt Bombendrohungen, auch in Erfurt wurde eine Schule quasi geschlossen. Erfurt kann ruhig explodieren, das ist mir scheißegal. Und was witzig war, so ein bisschen zumindest, irgendwie, also auf den ersten Blick, habe ich auch bei Instagram gepostet, nämlich hat Landeswelle Thüringen, die ja hier in Weimar ihr Studio haben gepostet, holen wir heute die musikalische Weihnachtskeule aus dem Plattenschrank. Ihr entscheidet. Darf Thomas heute für euch Last Christmas spielen? Ja, nein.
Und danach, eine Stunde später, kam die Meldung: Liebe Community, bitte wundert euch nicht, dass ihr gerade nur Musik und keinen Thomas im Radio hört. Wir alle mussten das Funkhaus aufgrund einer Drohung verlassen. Wir nehmen das sehr ernst und kooperieren mit den Einsatzkräften vor Ort. Das fand ich irgendwie dann wieder witzig, weißt du, so als wäre das halt der Grund gewesen, aber war er natürlich nicht. Na, weißt du's? Also Last Christmas. Nee, es war ja. Das ist schon ein geiler Song. Ich muss es sagen. Es ist ein geiler Song. Natürlich, ich muss mich hier outen. Natürlich überhört man den mal, aber irgendwie. Es ist schon ein geiler Song. Der ist nicht umsonst so groß geworden. Es gibt so viele Weihnachtssongs, die man vergessen hat, aber das ist halt ein Song, der ist einfach geil. Aber ist nur auf Platz 3 meiner Top 3, würde ich sagen. Auf Platz 2 ist der Mariah Carey Song, obwohl ich die sonst nervig finde, aber der ist All I Want for Christmas is You. Das ist halt einfach ein Banger. Schon alleine, wenn der anfängt, Alter. Diese ersten Zause, dann dieses, wenn es dann losgeht, Alter, das ist so gut. Da gibt es eine geile KI-Version mit Mechanical Romance, wo Sheryl Way das singt. Richtig geil auch. Okay, kenne ich nicht, aber mein Top 1 ist definitiv Little Drummer Boy, das ist mit Abstand der beste. Pam, pam. Param, pam, pam, pam. Es ist so großartig, Alter. Aber es muss die richtige Version sein, da gibt es verschiedene Versionen. Bonnie M. auf jeden Fall. Bonnie M. sind für mich so. Nee, ich muss sagen, mein Lieblingsweihnachtssong ist von Wolfgang Petri. Ach, komm. Jingle Bells, wirklich. Er hat ein Weihnachtsalbum gemacht, das haben wir ja als Kind oft gehört und es hat mich irgendwie geprägt. Jingle Bells, Jingle Bells, ich muss vor Freude schreien. Wenn sowas wie ein Engel gibt, dann musst du einer sein. Hat mich voll geprägt. Und die Weihnachts-LP von Frank Schöbel. Das sind die zwei Alben, die ich als Kind dauernd gehört habe und Pokémon. Aber die beiden habe ich halt ganz viel gehört und ich höre jetzt einen Song für die Playlist, glaube ich. Okay, es wird auch langsam mal wirklich Zeit für. Wir haben ja immerhin fast November und ich habe schon zweimal Lebkuchen gegessen. Aber bevor es Weihnachten wird, haben wir noch Halloween. Und ich habe hier von gutefrage.net eine Übersicht noch vorhin kopiert, nämlich Halloween-Tipps. Und zwar, also Outfits quasi. Und das waren Sachen, die ich wieder völlig vergessen hatte, nämlich Wednesday Addams zum Beispiel. Die hast du nicht vergessen? Ich habe die vergessen, weil die war ja diese. Ist doch gar nicht so lange her, das ist halt die Serie. Ich habe ja auch reingeschaut, ich fand die langweilig, aber ich fand die Darstellung von Wednesday Addams ziemlich gut. Und das wird auf jeden Fall ein Top-Ding sein bei Halloween. Ich hoffe, mehr Zöpfe für das Land. Ja. Barbie. Dann ist auch der Klassiker Ghostface aus Scream. Ja. Wird wohl wieder da sein und Ken. Das sind wohl die vier Halloween-Kostüme, die dieses Jahr angesagt sind. Letztes Jahr war es ja Jeffrey Dahmer und so und gab es ja immer die gleichen. Was auch einfach irgendwie ein bisschen in diese Richtung Boring Dystopia geht. Das verwende ich zurzeit öfter. Da muss ich auch mal kurz überlegen, bei was das andere war, wo ich das, ich gucke es gleich mal nach. Aber halt so, wenn man das Wort Dystopie hört, denkt man sich so, oh ja, das ist hier Blade Runner oder was auch immer, wo es richtig düster ist. Aber es sind so diese kleinen Sachen, wie zum Beispiel, dass wir irgendwelche Serienkiller so anbeten. Mhm. Musst du dir mal vorstellen, der schlachtet irgendwie minderjährige Leute ab, so, und dann verkleidest du dich als der. Ich frage jetzt ja, also ist es fiktiv oder nicht absurd. Fiktiv? Bei Jeffrey Dahmer fand ich es ein bisschen seltsam. Ich meine, wir kennen ja auch jemanden, das letztes Jahr zu Halloween gemacht hat. Kann ich drauf zeigen? Hier mal. Ich weiß, ja. Zum Beispiel. Aber ich fand es auch nicht so schlimm. Ich dachte mir auch so, okay, hätte ich es nicht gemacht. Aber es ging auch nicht unbedingt gegen das Individuum, das es macht, sondern dass das gesellschaftlich halt normal ist, ja, da auch eine Serie drüber zu machen, die dann so Kultstatus erreicht, ja, über einen Typen, der halt einfach Kinder abgeschlachtet hat, so. Es ist ja, es juckt mich auch nicht. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimmer. Ich fand's, wenn Kinder abgeschlachtet werden, juckt dich nicht. Tino. Nicht so richtig. Toll. Nicht so richtig. Mich juckt halt nicht so, wenn Leute das machen. Auch so dieses ganze True Crime finde ich auch ein bisschen seltsam. Dass Leute sich daran so aufgeilen können, an den Schicksalen anderer Leute. Aber es ist halt irgendwie auch Grusel und so weiter. Ja, sollen sie halt machen. Ich denke nicht, dass es die Opfer von denen so geil finden. Und wie gesagt, wenn es halt fiktive Charakter sind, wie jetzt hier Barbie oder Ghostface. Meine Güte, es ist halt nur eine Fiktion. Auch Zylindermann wäre auch ein geiles Halloween-Kostüm, oder? Das stimmt. Oh, wer das macht, also das wäre schon spannend. Ich finde es leider nicht, was noch das andere Beispiel diese Woche war, wo eine scheinbar. Also entweder habe ich mich vertippt oder weiß ich nicht, was hier los ist. Vertippt wie alle Lotto-Teilnehmenden jede Woche. Mhm. Wer am Lebenslotto verloren hat, ist Trump mittlerweile, hoffentlich. Ja, der hat ja richtig vor Sack gerade, ne, vor Gericht. Der ist ja richtig jetzt, dass er da ganz kleinlaut ist. Da müssen wir mal einen kleinen Amerika-Block jetzt hier mal einschieben. Mach mal, aber da musst du erzählen. Ich habe da nicht viel mitbekommen, nur dass er wohl
vor Gericht mehrfach irgendwie zurechtgewiesen worden ist, er soll ruhig sein und keine Lügen erzählen. Und, dann, und ihm ist Gefängnis angedroht worden, dass wenn er nicht aufhört. Es ist völlig absurd, Tino. Lass mich dir davon berichten. Also es gibt diverse ehemalige Anwälte von ihm, die jetzt sich als schuldig bekannt haben in der letzten Woche. Eine davon, eine Frau, hat vor Gericht geweint, wobei ich fast glaube, dass es so ein bisschen geactet war, um da irgendwas zu erzeugen mit. Und so, also immer mehr Leute in seinem Dunstkreis sagen, ja, wir sind schuldig, wir haben hier, also die war in dem Fall von Voter Fraud in Georgia, wo quasi hier diese Stimmen gesucht wurden, ja, finde mir 10.000 Stimmen, und da hat sie sich jetzt als schuldig bekannt. Und das Geile an diesem ganzen Fall ist, dass es aktuell gibt es ja nur diese Zeichnungen aus dem Gericht, ne? Man weiß nicht so ganz, was 100% drin passiert. Und ich glaube, bei einem von diesen vier Fällen oder vier Anklagepunkten, die es ja gibt gegen ihn, da durfte gefilmt werden. Und eine andere Sache wird wahrscheinlich jetzt sogar live übertragen, und das ist diese Voter Fraud Sache. Und das muss ich dir mal kurz runterbrechen. Das ist nämlich ziemlich interessant. Folgendermaßen. Es gibt den Crime Victims Rights Act. Ja? Und der gibt den Recht, gibt den Opfern das Recht, nicht ausgeschlossen zu sein von dem Prozess, der passiert. Und da es ja das amerikanische Volk betrifft, dürfen genau. wir gucken. Und genau. Das, es gibt Präzedenzfälle, die sagen, bei einer, wie sagt man, Voter Fraud ist Wahlbetrug. Bei Wahlbetrug ist das Opfer der Wähler und die Wählerin. Und deswegen aber haben sie nicht theoretisch... Dürfen, wir müssen wir gucken. Quasi. Also das ist noch nicht in Sack und Tüten, aber rein rechtlich gesehen hätte jetzt der US-amerikanische Bürger das Recht, nicht ausgeschlossen zu sein bei dem Prozess. Und deswegen müsste das eigentlich gefilmt werden und übertragen werden. Und wenn das passiert, dann wird das wahrscheinlich die größten Einschaltquoten jemals ever. Und wenn es nicht gezeigt wird, wäre halt auch, glaube ich, sehr kritisch. Denn bisher ist es so, dass die Rechtsanwälte dürfen halt über einen aktiven Fall nicht so reden. Das heißt, sie gehen aus jeden Tag, wenn da irgendwie was läuft im Gericht, dann gehen die raus und sagen halt nicht groß was. Trump geht allerdings immer raus oder auch seine Anwälte und erzählt halt irgendwas, ja. Und das kann ja dann der geneigte MAGA-Wähler erstmal für bare Münze nehmen, was er da sagt. So, im Prinzip war es jetzt zum Beispiel einmal so, dass er, es gab Stress, weil er so eine Mitarbeiterin vom Richter so irgendwie... Da gab es diese Gag-Order, habe ich auch letzte Woche erzählt. Genau, er hat über die gehetzt quasi, sollte dann Fotos von denen rausnehmen, hat das nicht gemacht, hat dann im Gericht wieder gesessen, hat gesagt, ja, der Richter und hier neben ihm und so, hat dann gemeint, nee, ich meine nicht die Person, die direkt neben dir sitzt, sondern die da drüben, Michael Cohen, der eigentlich auf der ganz anderen Seite, den meinte ich eigentlich. Und das hat der Richter nicht geglaubt, dann hat er gesagt, Mr. Trump, Sie müssen jetzt 10.000 Euro Strafe zahlen dafür, Dollar natürlich. Das ist viel Geld für ihn aktuell, muss man sagen. Ja, und daraufhin wurde halt irgendeine Frage gestellt oder sowas oder irgendwie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde das nicht ganz beantwortet. Er ist dann aber raus und hat gesagt, so, wir haben gerade, die haben gerade zugegeben, dass wir quasi gewonnen haben. So. Und weißt du, dann nehmen die das natürlich erstmal hin, wenn der sowas erzählt. Der kann ja das erstmal sagen. Aber wenn das alles live übertragen wird, dann kann das halt nicht passieren. Das wäre cool, ja. So, das war jetzt lange ausgeholt. Ich habe, glaube ich... gut, es gab noch eine andere Sache, der Sprecher fürs Haus wurde jetzt gewählt, das ist so der, wenn du in der KI eingibst, Prototyp Republikaner, das ist der ist gegen Schwule, der ist gegen alles, was in die queere Richtung geht, ist er dagegen, er will mehr Waffen, ist halt alles, was du dir vorstellst, ja, und der ist jetzt einer der mächtigsten Leute da, ganz tolli, und das mit der heulenden Frau habe ich auch erzählt, also es ist ein großer Spaß. Ich hoffe, dass der live übertragen wird. Ich glaube, also wenn das wieder so Impeachment-mäßig ist, was dann 8 Stunden geht, weiß ich nicht. Du wirst wieder vom Rechner sitzen den ganzen Tag. Ja, aber also wenn das immer nur so 3-4 Stunden sind, würde ich vielleicht auch das auf Twitch streamen, ich mir das angucke, weil ich glaube, das ist schon spannend. Auch für Leute, die vielleicht jetzt nicht so invested waren wie ich die letzten Jahre darüber. Aber zu gucken, ob die Person, die irgendwie Amerika und auch die Welt ein bisschen in den Abgrund getrieben hat, ob die jetzt nun davonkommt oder nicht. Und dann, das ist ja der spannendste Punkt daran, ob sie, selbst wenn sie verurteilt ist, vielleicht trotzdem noch Präsident wird. Boah, ja. Das ist ja Hammer. Also, es ist furchtbar spannend. Ja. Du hast ja auch noch so einen weißhaarigen alten Mann. Genau, ich habe ja mit Blondierung. Zum Schluss quasi, H.P. Baxter, 60 Jahre alt geworden. Oh!
Und er wird hier zitiert mit: Reichtum ist mir überhaupt nicht wichtig, aber keine Sorgen zu haben. Dafür bin ich extrem dankbar. Aber auf der Straße erkannt zu werden, war nie mein Ziel und finde ich auch heute noch nicht so richtig toll. Das sagt Farin Urlaub von Die Ärzte. Ach, habe ich falsch gelesen. Mhm. Farin Urlaub ist 60 Jahre alt geworden, Alter. 60 Jahre alt. Ja, also durch die Blume höre ich da raus, wenn du den jemals auf der Straße siehst, ignorier den, sonst ist der ganz traurig, der Mann. Er meint, er wird selten erkannt, weil er privat nicht blondiert ist und so, hat immer so Trenchcoat an und so, also echt nicht, also so Trenchcoat-farbige Sachen an und sieht überhaupt nicht aus wie Farin Urlaub. Deswegen, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch hast du übrigens nicht gesagt, dann sag ich das hier an dieser Happy Stelle. Birthday. Also der hört uns ja garantiert natürlich, zu und ja, mag mich jetzt, weil ich ihm gratuliert habe und du hier nur irgendwie ihn Scooter nennst oder so. Nee, HP Baxter. Ja, ich weiß nicht. Ich habe nicht als ganze Band verurteilt. Ja, was machen die anderen von Scooter? Und wie heißen die? Was weiß ich, wie die heißen. Bela und Rott, dachte ich. Ach so, na gut. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sind auch langsam durch, wenn ich hier mal so durchscrolle. Mike Johnson heißt ja übrigens der Typ, der KI-generierte. Das ist halt auch so ein KI-generierter Name. Finde ich witzig. Ja. Den gibt's vielleicht gar nicht. Das ist ja so der allererste KI-erzeugte Politiker quasi. Hm. Ja gut. Was geben wir der Woche? Was sagst du? Ich gehe hoch. Ich sag's, was ist. Pussybier. Ja. Wir haben halt von allem was. Der Gazastreifen ist geblackoutet. Das ist natürlich krass, aber das sind keine Larifari-Internet-Themen. Dafür sorgt aber die Vagina von Amorant und deswegen gleicht sich das sehr, sehr gut aus. Auch der, hält sich die Waage. Auch der Amoklauf, muss man dazu sagen, und die Bobbendrohungen, die es jetzt gab, das bringt auch ein bisschen Brisanz in die Realität. Sarah Wagenknecht-Bündnis ist ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. Quasi. Ja, und das Ding gegen Ric Flair, Alter. Das wird das Match, sag ich dir. Puh. Fünf Sterne, was die raushauen werden. Und Goofy wurde zum Jugendwort des Jahres gewählt. Ja. Glückwunsch an Disney. Lass mal, wir Brennpunkt, wir machen das nächstes Jahr irgendwie Mickey Mouse Brennpunkt. Jugendwort wird. Nee, 8,5 würde ich sogar fast sagen. Das war viel. Das krass, ist viel, krass. Ich weiß. Aber ist okay. Ich habe es nicht rausgestellt, aber dieses Gaza-Ding ist halt wirklich krass. Also, ja, das stimmt leider. 8,5 fühlt sich doch auch mal gut an nach dieser ganzen Zeit. Ja, sag ich auch. Okay, 8,5 ist okay. Jetzt wollen wir mal was. Ist denn zwar ein Urlaub auf Spotify zu finden werden? Ja, inzwischen schon. Aha. Oh Gott. Jetzt hat mein Freund gerade wieder Spotify. Ich kann hier wieder nicht richtig. Jetzt oh, toll, ey. Hast du was für die Playlist? Ja, anlässlich des Geburtstags möchte ich bitte Himmel auf Erden von Farin Urlaub. Eine B-Seite. Eine B-Seite, ein sehr gutes Lied. Wenn es das nicht gibt, dann trete ich dich. Himmel auf Erden gibt es doch. Gut. Und das mache ich selten, aber Leute, hört euch dieses Lied mal an. Es ist wirklich ein wunderschönes Stückchen Text, was da zusammengeschrieben wurde. Und ich finde nicht, dass es das verdient hat, eine B-Seite zu sein. Und das ist bei einigen Songs so. Die perfekte Diktatur und welche Krise. Das sind ja alle Songs, die eigentlich auf dem Album hätten landen müssen. Ja. Hört es euch mal an, ihr findet den Link unter dem YouTube-Video in der Beschreibung oder ihr findet auch einfach die Playlist, wenn ihr danach sucht, auf Spotify, Brennholz, unter Musik. Das ist der Wahnsinn. Und da hört ihr jetzt mal schön Himmel auf Erden. Und ihr hört euch an, wir haben einen Weihnachtsbaum von Frank Schöbel aus dem Jahr 1994. Ey, das ist mein Weihnachtsalbum. Wenn ich das höre, ist es Kindheit. Meine Mutter ruft mich zum Schokofrüchte machen in der Küche und so. Das ist meine Zeit. Wir haben einen Weihnachtsbaum. Die andere hat bei Weihnachtsbaum wie eine Witzfigur, heißt es in dem Song. Frank Schöbel, wir haben einen Weihnachtsbaum. Viel Spaß. Um mal schon mal ein bisschen in die Weihnachtszeit einzuklinken. Ich weiß nicht, was los ist. Normalerweise verachte ich ja Weihnachten im Oktober oder September oder noch schlimmer. Lebkuchen im August. Ja, Lebkuchen im August. Ja, also ich, bei mir ist es echt immer so, ich bekomme voll Bock auf Weihnachten, während die Sonne scheint. Also so September meistens habe ich so eine Weihnachtsphase, wo ich voll Bock drauf habe. Und dann, wenn Weihnachten da ist, dann kommst du dazu, dann bin ich nur noch genervt davon. Da habe ich schon meinen Lebkuchen alle gegessen und dann bin ich raus wieder. Oh, ich glaube. Wer auch raus ist, sind auch wir jetzt, nämlich aus dem Brennpunkt für die Woche. Ja. Auf Wiedersehen, Leute. Also es war ganz toll, aber was wirklich wichtig zu sagen wäre, ist: Wascht euch. Wascht euch und frohe Halloween-Partys. Oh ja, stimmt. Ist auch jetzt. Ich bin auf 4 Partys eingeladen und ich werde davon vielleicht 2 besuchen. Okay. Mal gucken. Na, dann mach das mal. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Nicht zu sehr erschrecken. Tschüss. Gute Nacht. Also nicht von Killer Clowns. Oh,